Was kann man denn abschätzen im Grunde, wenn wir uns zum Beispiel auch eine Region wie Vorarlberg anschauen? Wie sieht denn diese in 20 Jahren aus? Was zum Beispiel, was passiert mit dem Pitzbuin? Was passiert mit den Störchen? Was passiert im Weinbau? Was passiert beim Skifahren? Was sind da die Prognosen? Interessant ist, wichtig ist zu wissen, dass die nächsten 20, 30 Jahre eigentlich schon festgefahren sind. Also an denen, immer wenn wir davon reden, dass wir das Klimawandel einbremsen müssen, dann geht es eigentlich nur um unsere Kinder. Es geht nicht mehr um uns, weil bis 2040, 2050 ist es schon ausgemacht. Das System ist so träge, dass sie jetzt einfach dahin fahren. Und es tut sich sehr viel. Also wir haben eine schleichende Mediterranisierung. Das heißt, man merkt, dass die Sommer werden stabiler, Tier- und Pflanzenwelt geht, die Berge entlang geht hoch. Also alles, was an, ist, wir haben eine höhere Schneefallgrenze. Also was sich massiv ändert, dass wir sind gewohnt, von einer in einer kältelimitierten Welt zu leben. Bei uns ist immer darum gegangen, kleine Eiszeit kalt, schlecht, warme war immer gut. Also wir hatten immer genug Wasser. Und wir hatten nie ein Wasserproblem. Wir kommen jetzt in ein Klima rein, wo wir im Sommer immer wieder mal kämpfen werden, dass wir zu wenig Wasser haben, dass wir Trockenheiten haben. Das kennen wir nicht. Das kennt man zum Beispiel im Finchgau, in Südtirol. Also da muss man hinfahren und schauen, wie die das machen. Die können mit dem Trocken der Trockenheit umgehen. Die haben 400, 500 Liter, 600 Liter pro Quadratmeter. Wir haben 1500 im Bregenzerwald und noch mehr. Ne? Und das heißt, wir müssen von denen lernen, wie das ist, weil übers Jahr gesehen wird es gar nicht so viel weniger regnen, aber die trockenen Phasen werden länger werden. Das heißt, wir sind in einem Bereich in den nächsten 20 Jahren, wo wir uns sehr wohl anpassen können. Also wo wir uns anpassen werden müssen, das tun wir auch schon. Und in Vorarlberg hat man da sehr gute Arbeit gemacht, meiner Meinung nach, weil dass man so gut umgegangen ist. Also das war einfach eine ganz tolle Abstimmung, habe ich den Verdacht, was da passiert ist an diesem Freitag, den 19. Und dass das einfach gut geklappt hat. Und das ist eigentlich das Entscheidende.